Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Final Fantasy 7. Meine Schokobo-Ställe sehen wie folgt aus. Ja, ich hab's endlich geschafft. Das Goldene zu züchten? Ja, das ist eine Menge Arbeit gewesen und wir holen uns jetzt alles, was man mit dem Goldenen holen kann. Ah, erstmal zur Erklärung, am besten, die Chocobos, also wenn ihr einen grünen oder einen blauen haben wollt, die beiden Chocobos, die dafür verantwortlich sind, muss ja ein, gutes und ein, sehr gutes sein oder so? Nee, ein tolles und ein gutes Chocobo, wie wir mal Pokémon sagen. Ah, auf jeden Fall, euch die Mühe, es auf Klasse A hochzupuschen. Vielleicht auch nicht ganz so, aber ich habe so gemacht und zack, hatte ich ein blaues. Männliches sogar. Ich will erstmal meinen goldenen Golden Boy füttern. Und mit dem Namen war ich mir wirklich, da habe ich gekämpft. Ich hatte mir gehofft, das wäre weiblich, dann hätte ich es Ersa genannt. Aber ich hab's Loki genannt. Aber das passt auch eher, weil ich bin ein großer Fairy Tail Fan. Da dachte ich mir, wenn ich sie schon Ersa nennen wollte, dann was männliche wird. Männliche Ersa. Nee. Und Loki passte, weil der Lichtmagie benutzt. So mein Goldener. Der ist jetzt ordentlich gefüttert. So. Das Vieh nehme ich dann mit. So, Chocobos reiten. Wir reiten auf. Ja, ich wollte auf Ersa reiten, ihr habt recht. Spaß. So, mein Ocean, also mein Grüner, ist S-Klasse, habe ich jetzt der S-Klasse Rennen gemacht, beim Muggel auch. Und das ist mein Blauer. Warum ich den Muggel genannt habe, ich weiß nicht, einfach so. Blackie, mein Klasse S. Schwarzes Chocobo. Dann habe ich hier den fabelhaften, aber so wie der Name auch sagt, der ist verdammt schnell. Der ist verdammt schnell. Und ja, Loki, also den habe ich noch nicht. Ah, den wollte ich doch jetzt nehmen. Mann! Drücke ich den falschen Knopf? So, komm mit, Loki. So, wir stellen das Schiff. Flugschiff mal irgendwo hin. Am besten am Rand, wo man es auch schnell wiederfindet. Dann sieht sie an der Karte. So, und jetzt auch mal. Ja. Der Blaue kann das. Ach, der Blaue ist er schon. Der Goldene kann das. Der Goldene ist auch der Einzige, der über... Obwohl, nee, der Schwarze kann, glaube ich, auch über... Nee, kann er nicht. Ha! Was laber ich denn hier? Der Schwarze kann über Flüsse und Seen laufen, aber nicht über... Meer. Das ist das, was den Goldenen ausmacht. So, wir gucken uns mal hier an. Hier gibt es natürlich nichts. Klar doch. So. Es gibt übrigens für jede Art von Materia, also für die rote, für die grüne und so, bla bla bla, gibt es eine spezielle Materie, die man suchen muss. Da gibt es so eine Materia-Ader, nennen wir es mal. Und da gibt es wirklich die stärkste der Materie. Obwohl bei der grünen, glaube ich, nicht der Fall ist. Ich glaube, es gibt noch nicht mal eine grüne Ader. So, wir müssen aber jetzt in der Nähe sein. Komm, hier irgendwo ganz am Rand, nicht auf der Karte verzeichnet. Doch, irgendwo das.
Ich weiß, dass er irgendwo in der Ecke ist. Wow. Ernsthaft? So. Ohne Scheiße, ihr wollt mich verarschen, jetzt laufe ich mal schneller. So. Ich habe auch schnell meinen Fernseher ausgeschaltet, weil ich mich sonst auch unablenken lasse. Ich lasse den immer so nebenbei laufen, zwar auf stumm, aber wenn ich solche Hackfressen wie Michaela Schäfer sehe, muss ich ausschalten. Was soll das? Und zum Geier ist die Master-Substanz. Die stärkste Aufruf Materia überhaupt. Der Ritter. Oder hier gesagt, die 12 Ritter. Das ist auf jeden Fall sehr mächtig. Ich weiß auf jeden Fall, dass hier auch eine Höhle ist. Eine Materia-Höhle irgendwo. Und tada. Wenigstens was da ist. Okay, hier haben wir die blaue Materia. Kristallisierung von Mako in Materia währt viele, viele Jahre. Quadratzauber. Wie der Name schon sagt. Schauen wir uns mal an, was das Ding kann. Zaubermateria führt beliebigen Zauber viermal aus. Stell euch mal jetzt vor, Ultima. Viermal. Ich sag ja, das ist die beste, das sind meistens die besten Materien, die es gibt. Aber ich denke mal, in der Nähe ist dann auch schon die Höhle. Vielleicht ist sie da oben. Ich hab echt vergessen, wo die Höhle ist. Das gibt's doch nicht. Das ist nicht die Höhle. Ich weiß aber, dass es auf Wutai auf jeden Fall noch eine Höhle gibt. Aber von hier aus gesehen nach da. Ja, wir haben es gefunden. Weißt du doch. So, rein da. Die Kristallisierung von Mako in Materia währt viele, viele Jahre. Ja, ja. Ritter der Runde. Wunderbar. Den Ritter der Runde, den rüsten wir auch gleich aus. Ja, oder auch noch nicht. So. Dann gibt's noch von der Lilanen. Und müsste noch mehr als nur von der Lilanen geben, oder? Am Rand, das weiß ich. Gehen wir mal weiter. Da ist sie doch schon. Und da ist auch die gelbe. Die Kristallisierung von Mako in Materia währt viele, viele Jahre. Mimic! Es ist wirklich die beste. Denn wegtun.
brauche ich nicht mehr. Ritter der Runde. Wasser. So, dann tun wir dem Mimik. So, und wenn wir jetzt Ritter der Runde machen. Und der Vegeta macht Mimik. Dann macht er auch Ritter der Runde. Wenn ich aber ihn Ritter der Runde durch zweimal Aufruf mache, dann macht Vegeta durch Mimik auch zweimal Aufruf Ritter der Runde. Wisst ihr, wie awesome das ist? Also es klingt nicht nur awesome, es ist awesome. Es ist schmerzhaft. Und jetzt stellt euch mal vor, 12 Angriffe, alle 9999. Und das viermal. So. Und da kann man sich auch totrechnen bei, also, ja, das ist auf jeden Fall sehr schmerzhaft für die Weapons. Also ich glaube, die halten nur zweimal so eine Kombo aus, dann sind die stärksten Weapons tot. Natürlich, wenn man einen Angriff von 9999 immer mit dem macht. Irgendwo war doch noch so eine graue Fläche. Da. Da kommt man nämlich auch nur mit Schulmeuten, kann ich mal aufsteigen. Ja, und hier ist die. Es gibt keine grüne, soviel ich weiß. Es gibt wirklich nur 4 Höhlen. HP zu MP. Diese Materie ist aber Schwachsinn. Benutzt sie nicht. Denn wenn ein Gegner über 1000 Angriff macht, seid ihr tot. Weil man wirklich nicht mehr als 999 MP haben kann. Ne? Und das hat man dann als HP. Also, so, was könnte man jetzt noch machen mit dem goldenen Chocobo? Da könnten wir, ja, wir haben jetzt so viele Möglichkeiten. Eine ist da rein. Das mache ich auch jetzt. Gehen wir noch rein. So. Insekten und Frösche freilassen, indem du X drückst. Die Reaktion der Insekten und Frösche hängt davon ab, ob du sie, wo du sie freilässt. Versuche es also an verschiedenen Stellen. Mal in Ruhe lassen. Ich glaube, das werde ich gar nicht brauchen, diese Unterattacke. Ach, weil die ausweichen, die Drecksacke. Das ist ja nur nicht der eine. Der andere lebt auch noch. Nein! Stirb! Alter, verarschen. Boah, wie ich das hasse! Oh nee, jetzt.
komm. Zauber. Was anderes bleibt mir nicht übrig. Lässt ich dich halt weg. Das war nett, aber nein. Für halt Red. Warte mal, der mit zweimal Aufruf, hat der auch Ritter der Runde drin? Eigentlich wirkt jeder Endgegner dann so. Lasch eigentlich. Durch solche Materia. Ich tausche gerne mal meine Analyse. Mit der zweimal Beschwörung. Mach mal die Kämpfe weg, weil es doch etwas lästig ist. Bitte katapultier mich da hoch. Auf geht's, jawohl. Generalangriff. Was ist das denn? Nie Kreis drücken. Nie Kreis drücken. So. Was ist das, was wir bekommen haben? Ist ein Generalangriff. Slash, Flash. Ach, das ist dieser Multi-Angriff da. Der Angriff geht auf alle. Wow, guckt euch mal auf die nächste Ebene an. Na, what the fuck. Aber soviel ich weiß, wir wissen ja nicht. Lasst mich doch mal vorbei. Danke. Wir müssen ja. Ach, jetzt habe ich den Faden verloren. Scheiße, sorry. Passiert mir öfters, wenn ich mich auf irgendeine andere Sache kurz konzentriere. Springe.
schickt mich das Ding hin? Ah, okay, darüber. Ob es mich freut, weiß ich jetzt nicht so, weil da war ja noch was. Mich hin. Aber ich würde mal sagen, der Part ist sowieso schon zu Ende. Wir gucken im nächsten Part hier weiter uns um. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Zveneta.